Statuen wurden in der Antike zur Darstellung der menschlichen Figuren oder als Andenken von verschiedenen Religionen genutzt. Die Katholiken bauten in den Jahren sehr viele Statuen von Jesus, obwohl dies laut Bibel verboten ist, denn darin steht, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Viele Menschen haben die Statuen mit dem Handy oder der Kamera aufgenommen, doch auf manchen dieser Aufnahmen sieht man plötzlich, wie diese Statue sich bewegt, obwohl dies eigentlich unmöglich ist. Deshalb habe ich heute für euch 5 Statuen von Jesus, die sich auf Video bewegten. Ich wünsche euch viel Spaß. Nummer 5. 1992 an Ostern hat ein treuer Gläubiger eine Aufnahme der Jesus-Statue gemacht, die gerade von einer heiligen Feier angekommen war. Auf dem Video konnte er diese atemberaubenden Bilder einfangen. Wenn man genau hinschaut, kann man sehen, wie die Statue ihren Kopf bewegt. Nummer 4. Saltillo, Mexiko. Während einer katholischen Heiligenfeier im Jahr 2015 kann man einen kurzen Augenblick sehen, wie die Statue ihren Kopf neigt, ohne dass einer sie steuert oder anderes. Bei der Feier hat es keiner bemerkt. Viele meinen, dass es sich hierbei um ein göttliches Zeichen handelt, wobei andere aber skeptisch sind. Nummer 3. In der Pfarrei Santa Ana in Mexiko kam es in der Osternacht zu einem ungewöhnlichen Ereignis. Ein Gläubiger wollte die Ostermesse aufnehmen, doch was er dann aufnahm, ist sehr erstaunt. In dem Video sieht man, wie die Jesusstatue leicht ihren Kopf neigt. Nummer 2. Das folgende Video wurde auf Facebook von Garcia Cruz aufgenommen. Sie filmte in einer Feier einen ungewöhnlichen Moment, in dem man sieht, wie die Figur ihren Kopf in plötzlichen Auf- und Abbewegungen bewegt. Kommen wir damit auch schon zu Nummer 1. Das folgende Video ist das wohl am beeindruckendste, was man im Leben sehen kann. Man kann deutlich sehen, wie der Christus, der Messias, seine Augen öffnet und schließt. Eigentlich ist sowas bei solchen Statuen gar nicht möglich, weil sie in keinster Weise mit Strom oder ähnlichem versorgt werden können. Das folgende Video hat eine Person in der Kapelle der Kathedralen von Saltillo in Mexiko aufgenommen. Das Video wurde sehr beliebt auf YouTube. Viele meinen, es sei ein göttliches Zeichen. Bis heute bleibt dieses Video allen noch ein großes Rätsel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert mich doch einfach und schaut euch doch auch meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.